stehen hier draußen auf dem Hof, wo die Rüben ankommen, zur Hälfte etwa auf der Straße, zur anderen Hälfte auf der Bahn. Das ist der Probestecher. Von jeder Lieferung wird eine Probe genommen und untersucht, wie viel Dreck hängt dran, wie viel Zucker ist in den Rüben enthalten. Und dann kann genau ausgerechnet werden, wie viel Zucker hat uns jetzt der einzelne Bauer hier geliefert. Und danach wird er bezahlt. Er fährt in die Abspritzbox. In der Abspritzbox wird mit Wasserkanonen die Rüben aus den Fahrzeugen ausgeladen. Die Rüben fallen in einen Graben. Da wird auch mit Wasser werden die Rüben geschwemmt zu einer Pumpe und mit der Pumpe dann in die Waschanlage hineingepumpt. Die sauberen Rüben, die gehen dann anschließend über Bänder in die Fabrik. Die gewaschenen Rüben werden geschnitten, das sind so wie große Gemüsehobel und die geschnittenen Rüben sehen aus eigentlich so wie Pommes frites oder fast mehr wie Pommes Malimette, feiner. Diese geschnittenen Rüben fallen in einen großen Trog, wo sie dann mit heißem Wasser bis auf 70 Grad angewärmt werden. In diesem heißen Wasser wird der Zucker herausgelöst aus den Schnitzeln. Sämtliche Anlagen sind eigentlich automatisiert und über ein Leitsystem wird alles kontrolliert, überwacht. Den großen Turm, der dient eigentlich nur, dass die Schnitzel eine gewisse Zeit mit dem heißen Wasser in Kontakt sind. Wenn die Schnitzel hier oben ankommen, dann haben sie nur noch kleine Reste von Zucker. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Wasser entfernen, um an den Zucker zu kommen. Die 85% Wasser, die werden verdampft in großen Verdampfanlagen, in großen mehrstufigen Verdampfanlagen wird das Wasser verdampft, ungefähr 300.000 Liter pro Stunde. Nach dieser Eindickung haben wir einen Saft, der eigentlich zu zwei Dritteln aus Zucker und immer noch zu einem Drittel aus Wasser besteht, also sehr konzentriert ist. Der geht dann anschließend in die Kristallisation, also es wird dann weiter eingedampft, bis wirklich die Kristalle entstehen und wachsen können. Dann hat man eine zähe Masse, in der Zuckerindustrie sagt man auch Magma, weil das wirklich so eine Masse ist, die wie aus einem Vulkan quillt und sich zäh bewegt. Diese Masse wird in Zentrifugen eingefüllt und dort wird eigentlich der anhängende Zuckersirup abgeschleudert. Kann sich das wirklich vorstellen wie eine Wäscheschleuder, wo das Wasser aus der Wäsche herausgeschleudert wird. So wird der Sirup von der Kristallsuspension abgetrennt und drinnen bleibt eigentlich der weiße Zucker über. Wir konfektionieren den Zucker dann noch, das heißt, wir füllen Kilopackungen ab, wir stellen Würfel her, wir stellen kleine Sachet her. Hier an dieser Maschine werden die Kilopackungen abgefüllt. Wir füllen also für viele Schweizer Großverteiler ab. Wir füllen für Migros ab, für Coop, für Denner. Man braucht, das ist eine glatte Zahl, genau eine Kilowattstunde, um ein Kilo Zucker herzustellen.